Ja, liebe Angela Inselkammer, lieber Dr. Thomas Geffert, lieber Thomas Silberhorn, lieber Kollege aus dem Deutschen Bundestag, liebe Michaela Hummel, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite aus. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, insofern darf ich auch Grüß Gott sagen. Ich freue mich ungemein, heute hier zu sein. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nahe, Frau Inselkammer, so haben Sie es gesagt, und so sehe ich es heute Morgen ebenso. Ich freue mich, dass ich einfach bei Ihnen sein darf und Ihre Gastfreundschaft begrüßen darf. Und ich freue mich auch, dass wir wieder uns nach so einer langen Zeit auch wieder auch persönlich sehen dürfen. Etwas auch spüren, dass wir die letzten Monate so unglaublich stark vermisst haben, nämlich die persönliche Begegnung und die, auch der Austausch, der uns so wichtig ist. Und ich glaube, dass auch dieser heutige Tag auch wieder zeigt, dass wir auch unglaublich viel dafür tun müssen, dass es auch wieder so bleibt, dass wir uns weiterhin begegnen dürfen. Und das ist etwas, was uns gemeinsam antreibt. Und deshalb kann ich auch gut Ihren Frust und Ihren Ärger, liebe Frau Inselkammer, durchaus auch verstehen, wenn Sie manchmal etwas verärgert sind über die etwas oftmals leichtsinnig geäußerten Aussagen, ob aus Berlin, aus München oder Stuttgart, wo auch immer her. Ich finde, oftmals ist man viel zu fahrlässig und flapsig mit Ihrer Branche umgegangen. Und zwar deshalb, weil ich glaube, ich habe immer gedacht, warum nimmt man jetzt gerade Ihre Branche raus und warum sagt man gerade mal, jetzt machen wir mal keinen Urlaub, geht man nicht zum Essen, nicht in die Restaurants, macht keine Feier. Ich glaube, viel zu oft hat man das Gefühl bei Ihrer Branche, es geht, wie Sie gesagt haben, nur um Freizeit, um etwas, was man einfach so nebenher tut. Aber dass Ihre Branche eine Branche ist, die unglaublich viel für unsere Gesellschaft bedeutet, unglaublich viel für unsere kulturelle Bedeutung, für unsere Geschichte, für die Identität eines Ortes, für die, sagen wir, die Region, diese Identität, die man auch Heimat in besonderer Weise auch fühlt. Aber nicht nur für die gesellschaftliche Bedeutung, auch für die Frage der auch wirtschaftlichen Bedeutung. Über 2,9 Millionen Menschen sind insgesamt in der Tourismusbranche. Über 200.000 Betriebe, wie Sie beschrieben haben. Über 105 Milliarden Euro Wertschöpfung, die wir in der Branche generieren. Und 290 Milliarden Euro an Kaufkraft, die in der Branche insgesamt generiert wird, zeigt, dass diese Branche eine unglaubliche wirtschaftliche Bedeutung hat für unser Land. Und deshalb, meine Damen und Herren, haben Sie mich und auch die Bundesregierung, wo es nur geht, an ihrer Seite, sage ich ganz offen, bei allen Themen, die Sie beschrieben haben. Ich versuche, mich entsprechend immer auch gemeinsam mit Thomas Silberhorn so einzusetzen, dass Ihre Branche die Bedeutung in Berlin auch wahrgenommen wird, aber auch, dass diese Themen, die Sie angesprochen haben, auch in die Umsetzung gehen. Und ich kann Ihnen sagen, bei allen Themen, die Sie gesagt haben heute Morgen oder heute Nachmittag, bin ich an Ihrer Seite. Und ich glaube, auch die Mehrwertsteuer müssen wir entfristen. Das kann ich gleich von vorne sagen. Ich weiß gar nicht genau, ob sie überhaupt in unserem Wahlprogramm drinsteht. Ich habe es gar nicht gelesen, muss ich ehrlich sagen, dem Passus. Aber das ist auch vollkommen egal. Wir brauchen diese Mehrsteuerentfristung auf alle Fälle, egal wie. Wir brauchen sie nicht nur, weil sie jetzt in der Pandemie notwendig ist, meine Damen und Herren. Ich sage es auch ganz offen, ich habe auch schon vor der Pandemie dafür gekämpft. Aus vielen Gründen heraus. Aus dem Grund heraus, weil ich glaube, dass wir auch hier eine gewisse auch Fairness gegenüber anderen Ländern brauchen. Ich komme aus Baden-Württemberg. Um uns herum, Schweiz, Österreich, aber auch Frankreich hat diese niedrige Mehrsteuer und hat auch damit einen Wettbewerbsvorteil unseren Betrieben gegenüber. Wir haben auch meines Erachtens, wir haben auch nach meiner Ansicht nach auch ein Problem, dass wir es nicht begründen können als Politik, dass wir ein Essen, das man mitnimmt und zu Hause isst, mit einem niedrigen Mehrsteuersatz belegt, als das, was man mit Servicepersonal im Restaurant verzehren kann. Auch das ist nicht nachvollziehbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb brauchen wir auch da einen Fairness gegenüber allen anderen Speisen. Und auch deshalb ist diese niedrige Mehrsteuersatz auch gerecht, auch in der Entfristung, in der Frage danach, was nach 2022 kommt. Deshalb glaube ich, dass wir sie auch in dieser Pandemie brauchen, als Stärke und als auch wirtschaftliche Hilfe für die Unternehmen, aber auch aus anderen Gründen heraus, der Fairness und der Gerechtigkeit halber. Und deshalb bin ich da mit Feuer und Flamme auch an Ihrer Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben aber auch viele andere Punkte, die wir die letzten Monate gemacht haben. Die Tourismusbranche ist in ihrer Vielfalt unglaublich stark, wie ich beschrieben habe. Wir sind aber auch unglaublich erfolgreich gewesen in den letzten paar Jahren. Wir sind in Deutschland Kulturreiseziel Nummer 1 in ganz Europa. Wir sind auf Platz 1 im Bereich des Messetourismus weltweit. Auf Platz 1 in Europa, was die Tagungen und Kongresse angeht. Auch das ist etwas, was herausragend ist, leider gerade in der Pandemie besonders stark auch leidet. Wir sind als Geschäftsreiseziel Platz 1 in der Welt und wir haben auch in vielen Hinsichten in Städtereisen einen Platz 1 und sind eine unglaublich starke Destination weltweit. Und wir haben viel dafür getan, jetzt ein paar Monate,
dass die Struktur der Reisebranche, der Geschäftsreisen, der Tourismusbranche, der Freizeitreisen auch wirklich die nächsten Jahre halten können, haben über 140 Milliarden Euro gesamt für strukturerhaltende Maßnahmen generell ausgegeben. Damit haben wir mehr gemacht als alle 26 Länder in der Europäischen Union zusammen. Und ich glaube, das war ein starkes Signal für Strukturerhaltung in Deutschland und ein starkes Bekenntnis für die Branchen, die besonders hart von der Pandemie auch getroffen waren. Wir haben besonders natürlich viel gemacht für die Gastronomie, Hotels und für diejenigen, die natürlich, wie beschrieben, besonders betroffen sind. Ich glaube, dass wir auch gerade heute, wo wir auch sehen, dass wir nicht nur von der Pandemie getroffen sind, sondern auch die Flutkatastrophe eine ganz, ganz entscheidende Einstieg in vielen Regionen für Ihre Kollegen auch entsprechend ist. Auch da gilt nochmal ein ganz großes Dankeschön zu sagen, weil es zeigt, dass die Solidarität auch innerhalb der Branche unglaublich stark ist in dieser schwierigen Phase. Und gerade trotzdem es Ihnen auch schlecht geht und trotzdem Sie eine schwierige Phase haben, haben Sie ein unglaublich starkes Bekenntnis auch zu Ihren Kollegen, auch in anderen Teilen Deutschlands. Und dafür auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön auch an Sie alle hier gemeinsam hier heute hier in Bayern in dem Saal, aber auch weit darüber hinaus. Meine Damen und Herren, die Reise-, Tourismus- und die Gaststättenbranche ist eine Branche, die unglaublich hohe Bedeutung hat und die wir auch die nächsten Jahre weiterhin stärken wollen. Die von dieser Pandemie unglaublich stark beeinflusst ist. Wir haben Umsatzverluste im Gastgewerbe von über 40 Milliarden Euro. Am stärksten von der Corona-Folgen betroffen sind auch noch darüber hinaus die Discos, die Clubs und die Event-Catering. Auch da haben wir leider noch eine Beeinflussung, die weit über das heutige Maß hinausgeht in den nächsten Wochen und Monaten. Wahrscheinlich auch hier sind noch wichtige Hilfen notwendig. Nach Umfrageergebnissen vom Juli diesen Jahres rechnen Sie für Ihre Unternehmung erst in circa einem Jahr wieder mit einem Normalbetrieb wie vor der Krise. Auch das ist etwas, was uns aufhorchen muss. Durch die Pandemie hat sich auch die Arbeits- und Fachkräftemangel verschärft. Zahlreiche Unternehmen suchen dringend Mitarbeiter, da das Gastgewerbe laut Umfrage Beschäftigte in anderen Branchen verloren hat. Auch 30% der Unternehmen haben hier heute noch massive Einbußen, gerade durch das Fachkräftemangelthema. In der Gesamtschau steht für mich daher zunächst der Vordergrund, Auswirkungen der Pandemie für die Branche abzumildern, um für die Gestaltung der Zukunft auch wieder Platz zu finden. Die Bundesregierung und die Länder haben gemeinsam Programme erarbeitet, um die wirtschaftlichen Härten und die betroffenen Unternehmen auch wirklich stark und nachhaltig, langfristig zu unterstützen. Zur Existenzsicherung standen und stehen dem Gastgewerbe insbesondere die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, aber auch die November-Dezember-Hilfe zur Verfügung. Auch das waren ganz starke Hilfen, die wir gerade im Gastgewerbe, Hotels und Gastronomie zur Verfügung gestellt haben. Über 50% oftmals dieser Hilfspakete gingen gerade an Ihr Unternehmen. Und auch wenn ich weiß, dass manchmal etwas mehr Zeit wir gebraucht haben, will ich doch sagen, dass wir relativ schnell versucht haben, immer zu helfen. Es gab zwar im November, Dezember, Januar, Februar noch ein kleines zeitliches Fenster, wo etwas schwierig war, das mag ich mal eingestehen. Aber im Strich haben wir versucht, dann auch gerade im Januar und Februar durch die Vorauszahlungen auch schnell Ihnen Liquiditätshilfe zu geben und damit eine Sicherheit zu geben, dass Sie auch eine starke, auch politische Begleitung in Zukunft haben. Und auch da haben wir gleich versucht, relativ schnell zu helfen. Und die Hilfe kam hoffentlich auch bei Ihnen allen relativ schnell auch dann an. Gerade mit den November-Dezember-Hilfen haben wir auch eine unglaublich starke Dreiviertel-Umsatzerstattung gewährleistet, die hoffentlich auch nochmal dafür gesorgt hat, dass Ihr Unternehmen auch langfristig eine Stabilisierung bekommen haben und die Liquidität auch über den Januar diesen Jahres hinaus gesichert ist. Die Überbrückungshilfe 3, die dieses Jahr gilt ab 1. Januar diesen Jahres, hat nochmal eine weitere Verbesserung gebracht. Auch das, denke ich mal, ist wichtig zu sagen. Wir haben hier 100% der Fixkostenerstattung für die hart betroffenen Unternehmen möglich gemacht. Und was ich auch wichtig finde, wir haben auch nochmal eine Eigenkapitalsicherheit geschaffen, die gerade den Unternehmen, die längerfristig getroffen sind, auch nochmal Stabilität und langfristige Zukunftszuversicht auch entsprechend ermöglicht. Auch das ist etwas, was auch nochmal dieses Jahr in besonderer Weise auch hilft und gerade hoffentlich auch Ihrer Branche noch einmal Stabilität auch gibt. Wie gesagt, 50% aller Hilfen, die wir gewährleistet haben, gingen in die Gaststätten, in die Hotels, in die Gastronomie und damit haben Sie einen Löwenanteil der Hilfsmaßnahmen auch entsprechend erhalten. Bis zum Juli diesen Jahres haben Sie über 9,2 Milliarden Euro Übungshilfe 3
1 und 2 allein von Hotels und Gastronomie erhalten. Auch das, denke ich mal, etwas, was beispiellos ist und in Europa einzigartig als Hilfspaket auch zu gewährleisten ist. In unserem Gastgewerbe kommen daraus noch steuerliche Hilfen auch zugute. Ein weiterer Punkt, über den wir lange gestritten haben, der auch nicht ganz einfach war, gegenüber Olaf Scholz, war, dass wir die steuerlichen Verlustrückträge noch einmal verbessert haben und damit auch noch mal gerade Ihr Unternehmen auch steuerlich, hoffentlich im Nachgang noch mal auch in der Rückschau, viel noch mal auch möglich gemacht haben. Auch der Verlustrücktrag hat vielen mittelständischen Betrieben oftmals in besonderer Weise geholfen. Und ich möchte Sie noch mal sagen, an der Stelle, auch steuerlich gesehen, haben wir mit den 7% Mehrwertsteuer gerade bei Speisen in der Gastronomie auch nochmal wirklich geholfen. Und ich bin der Auffassung, das möchte ich nochmal ganz klar und deutlich sagen, dass wir auch über das nächste Jahr hinaus diese geringere Mehrwertsteuersätze auch für die Gastronomie brauchen. Ich werde dafür kämpfen und ich glaube, die CDU, CSU gemeinsam müssen hier dafür kämpfen, dass wir diese wichtige und faire auch Behandlung der Mehrwertsteuer auch wirklich weiterhin so halten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir auch weiterhin dies so erhalten können. Darüber hinaus brauchen wir aber auch jetzt ein kluges Vorgehen in der Pandemie für die nächsten Monate. Neben der Frage der Strukturhaltung, der Frage, wo können wir jetzt die Gelder investieren, dass die Unternehmen auch wirklich diese schwierige Krise auch durchstehen und die Umsatzrückgänge auch wirklich dann verkraften können, brauchen wir ein ganz klares Bekenntnis auch zu den nächsten Monaten und müssen dafür sorgen, dass wir nicht einen weiteren Lockdown auch dann haben werden. Ein vierter Lockdown muss mit aller Härte vermieden werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass die Politik hier eine ganz große Verantwortung hat und wir müssen hier die Menschen, wo es nur geht, dazu auffordern, dass sie sich impfen, impfen, impfen. Und ich kann nicht verstehen, dass manche, das sage ich auch in der Deutlichkeit, dass manche sich die Freiheit herausnehmen, nicht geimpft zu werden und andere in der ständigen Angst leben müssen, dass sie ihr Unternehmen schließen müssen. Das kann nicht sein, deshalb braucht jeder auch hier ein klares Bekenntnis und jeder muss sich in Deutschland impfen, damit wir auch da Sicherheit über den Herbst hinaus haben und auch nächstes Jahr wieder ganz normal und ohne große Einschränkungen leben können. Das muss unser ganz großes Ziel sein. Wir brauchen auch da eine klare Sicherheit und die Sicherheit kann nur durch das Impfen auch wirklich gewährleistet werden. Darüber hinaus brauchen wir aber auch weitere Maßnahmen, wie wir auch die Bereiche um die Gastronomie und Hotels auch weiterhin absichern. Ein wichtiger Punkt wird sein, dass wir die Messen, Kongresse, Tagungen wieder möglich machen. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren wieder sehen werden, dass die Menschen gerade in dieser schwierigen Zeit wieder auch versuchen, sich gegenseitig zu treffen, dass wir Begegnungen, auch gerade im Geschäftsleben, mehr denn je auch brauchen. Deshalb sind wir gerade auch ganz konkret dran, ein Programm aufzubauen, dass gerade Messen, Kongresse und Tagungen auch abgesichert werden können. Dass auch jetzt schon Messen und Kongresse auch geplant werden können, auch im Vorfeld auch organisiert werden können, dass die Gefahr, das Risiko einer Messeabsage nicht zu groß wird und damit auch wirklich jeder Einzelne wieder auch dieses Messe- und Kongressegeschäft auch wieder losgehen kann und damit auch wieder Gäste aus dem Ausland auch zu uns kommen können. Auch das wird eine ganz große Rolle spielen. Auch da haben wir ganz konkrete Schritte jetzt vor, nochmal im Sommer hinaus, dass wir Messen und Kongressen wieder in Deutschland verstärken und auch Messeteilnahme auch wieder noch von deutscher staatlicher Seite aus unterstützen wollen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir auch das Auslandsmarketing verbessern wollen. Wir wollen die Menschen noch stärker nach Deutschland einladen. Wir haben allein 10 Millionen Euro jetzt mehr ausgegeben für unser Auslandsmarketing. Auch das ist ein wichtiger Schritt, um wieder mehr Gäste nachhaltig und langfristig nach Deutschland einzuladen und damit auch so schöne Regionen wie Bayern wieder verstärkt mit ausländischen Touristen auch wieder zu füllen. Die Gäste müssen nach Deutschland kommen, nicht nur aus Europa, sondern weltweit wieder hier sich wohlfühlen und auch die Sicherheit entsprechend auch dann auch erfahren. Sicherheit, Gesundheit und auch ein ordentliches Hygienekonzept ist die nächsten Jahre ein ganz wichtiger Baustein, um zu reisen. Die Menschen wollen wieder sicher reisen und Deutschland hat hier ein ganz hohes Prädikatsmerkmal. Deutschland ist in der Welt bekannt für hohe Qualität, für eine hohe Hygiene und deshalb glaube ich, dass wir auch hier unseren Vorteil, unsere Sicherheit, die wir bieten können, verstärkt auch ausspielen können. Auch hier glaube ich, dass unsere Stärke auch nochmal eine Rolle spielt. Und deshalb glaube ich, dass wir auch da die besten Chancen haben, auch mehr Gäste in den nächsten Jahren auch in Deutschland noch zu binden. Ein weiterer Punkt, den Sie angesprochen haben, ist das Thema Fachkräfte. Auch hier glaube ich, dass wir
neue Konzepte brauchen. Wir müssen zuerst mal darstellen, dass die Branche, die Tourismusbranche, die Gaststättenbranche eine wunderschöne Branche ist, dass es eine schöne Angelegenheit ist, Gäste zu empfangen. Und ich glaube auch, dass wir hier mehr Flexibilität auch brauchen. Wir brauchen mehr Flexibilität, wir brauchen eine Arbeitszeit, die es erlaubt, sowohl dem Arbeitgeber als auch dem Arbeitnehmer besser mit seiner Zeit umzugehen, auch besser auf den Gast einzugehen und sich selber auch so zu entfalten, wie er es gerne möchte. Auch da brauchen wir für das nächste Jahr eine verstärkte auch Flexibilität und auch eine Möglichkeit, dass hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer besser zusammenkommen. Und last but not least brauchen wir auch eine Entfesselung der Wirtschaft. Wir brauchen weniger Bürokratie. Wir haben in den letzten paar Monaten oder zwei, drei Jahren einiges erreicht. Schon allein die Frage des Meldescheins war hier eine große Thematik die letzten paar Jahre. Ich habe damals, als ich angefangen habe, vor 3,5 Jahren mit dem Thema Tourismusbeauftragter, habe ich damals etwas flapsig gesagt, das machen wir relativ schnell. Ich habe dann festgestellt, dass die Probleme sich da relativ schnell auch dann türmen. Hatte dann eine mehrseitige Abhandlung von verschiedenen Ministerien bekommen, was alles nicht geht. Und daraufhin haben wir dann über wirklich viele, viele Wochen und Monate daran gearbeitet, haben es dann geschafft, nach einem großen Kraftakt die Meldebescheinigung abzuschaffen, auch digital zu ermöglichen und haben damit eine insgesamte Entlastung der ganzen Branche von über 1 Milliarde Euro erreicht. Auch das ist das, was wir gemeinsam geschafft haben, aber nur ein ganz kleiner Baustein sein kann von dem, was wir noch brauchen. Insofern auch da haben wir einen Anfang gemacht, aber wir brauchen noch viele Dinge, die Entfesselung der Wirtschaft auch möglich macht. Auch da hat aber die CDU-CSU vieles im Köcher und wir wollen ja gerade auch hier nochmal ganz, ganz generell die Wirtschaft entlasten und versuchen, jede Verordnung zu prüfen, wie Sie geschrieben haben, jede Verordnung zu prüfen, ob sie gebraucht wird und ob sie abgeschafft werden kann. Und ich glaube, dass wir vieles von dem, was wir heute schon haben, abschaffen können und damit auch wieder mehr Verantwortung in die Wirtschaft tragen können und ihnen auch etwas zutrauen können. Auch das muss unser Grundansatz von Politik sein, ihnen was zutrauen und der Wirtschaft mehr wieder zurückzugeben. Meine sehr geehrten Damen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken nochmal bei Ihnen für Ihre gemeinsame Politik, Ihre gemeinsame Kämpfen für eine starke Branche, für das gute Miteinander. Die Frau Inselkammer ist eine unglaublich starke Streiterin für ihre Branche. Ich habe sie kennengelernt vor 3,5 Jahren in Berlin, im Präsidium der DEHOGA Deutschland. Wir haben damals nicht kennengelernt, wir haben damals nicht gekannt und wir hatten damals dann eine sehr, sehr hitzige Diskussion gehabt, die ich sehr, sehr genossen habe. Ich habe damals einiges gelernt auch nochmal von Ihnen und ich habe, wie gesagt, Sie als streitbare Kämpferin nochmal auch schätzen gelernt. Und ich glaube, dass diese Branche solche Kämpferinnen und Kämpfer braucht wie Sie. Ich glaube, dass diese Branche, wie gesagt, eine unglaublich starke, wichtige Branche ist. Viel zu oft ist sie etwas außer Acht gelassen, aber sie lebt von Leidenschaft, von Engagement, von Einsatzbereitschaft. Und das können Sie in besonderer Weise nicht nur bei Ihrem Gast, sondern auch in der Politik in besonderer Weise auch einbringen. In diesem Sinne freue ich mich immer auf Ihren Einwurf, auf Ihre Ideen, auf Ihre gemeinsame auch Miteinander. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, weiterhin toi toi toi, Gottes Reich in Segen und ich freue mich auch auf einen starken Sommer diesen Jahres und auf viele, viele Begegnungen, auch auf viele, sagen wir, schöne Gelegenheiten nochmal der Begegnung. In diesem Sinne alles Gute und weiterhin toi toi toi. Dankeschön.